Hallo, liebe Minivan-Fans und liebe Umbaufreaks, herzlich willkommen zu unserem kleinen Video rund um den Umbau unseres Dacia Docker. Übrigens, wir nennen das Ganze liebevoll Hippie Mobil. Ihr werdet vielleicht sagen, braucht es eigentlich noch ein Video zu dem Thema? Es gibt schon so viel auf YouTube. Ich glaube schon, dass dieses Video Sinn macht, denn wir haben eine etwas andere Philosophie. Wir haben eine besonders smarte Lösung angestrebt. Was meine ich mit smart? Zum einen soll das Fahrzeug weiterhin komplett alltagstauglich bleiben. Zum anderen ist es uns wichtig, dass das Raumgefühl nicht verloren geht. Viele Lösungen, die man im Netz sieht, bestechen ja vor allen Dingen durch Schreinerarbeiten. Da werden ganz viele Möbel verbaut und die Kochlösungen werden fest installiert, vielleicht noch eine kleine Dusche mit Wasser und so weiter. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir wollen also wirklich flexibel alles halten. Das liegt allerdings auch daran, dass meine handwerklichen Fähigkeiten quite limited sind. Und jetzt geht's los. Zunächst das Thema Stauraum. Wir sehen einen Jetpack mit 420 Liter und wir haben unterhalb des Bettes nochmal 450 Liter Stauraum. Zusammen also eine ganze Menge. Beim Thema Belüftung haben wir auch eine ganze Menge gemacht. Zunächst einmal das Fenster. Wir sehen hier Moskitonetz in Form von Meterware, die wir zugeschnitten haben, befestigt mit Neodym-Magneten. Die sind sehr stark und bekommt man überall. Auf der anderen Seite nochmal die gleiche Lösung. Wenn es jetzt immer noch zu warm wird, dann haben wir auch noch die Schiebetüre. Und bei der Schiebetüre haben wir eine Werkslösung gekauft. Dieses Netz hier mit Reißverschluss, ebenfalls einfach mit Magneten rundum befestigt. Und das Schöne ist, man hat hier einen Reißverschluss und kann folglich von hier direkt ins Wageninnere. Stichwort Raumgefühl. Das ist also das Innenleben unseres kleinen Minivans. Und wir wollten im Grunde genommen die drei Situationen in einem Haus widerspiegeln, nämlich Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Jetzt sind wir sozusagen im Bereich Esszimmer, Küche. Man hat hier zwei Sitzwürfel und einen Tisch. Wir haben eine Ablagefläche und man sieht, ich kann so komplett aufrecht sitzen drin, überhaupt kein Problem. Die Würfel sind 30 cm hoch, das passt wunderbar. Und wir können hier alles machen. Wir können hier kochen, essen, ablegen, wir können Gemüse schneiden, was auch immer. Und das Schöne ist, das Sitzgefühl ist besonders toll, denn ich habe hier eine Lehne und die kann ich sogar noch nach vorne oder nach hinten so verstellen, wie ich es möchte. Den Tisch habe ich mittlerweile aufgeräumt. Der ist unsichtbar, weil er passt genau zwischen dem Bettgestell und der Seitenwand. Und wir können uns nun der Inneneinrichtung widmen. Zunächst einmal haben wir einen Kühlschrank, den haben wir hier. Der passt genau darunter, das sind 40 cm. Und er hat drei Stromanschlüsse, einmal 220 Volt, dann 12 Volt für Zigarettenanzünder und einen USB-Anschluss, damit man völlig autark per Powerpack draußen das Ganze mit Strom versorgen kann. Funktioniert wunderbar. Und zusätzlich haben wir zwei Kisten, eine für Lebensmittel und die andere für die Kochutensilien. Und das Ganze ist auf Rollen, das ist praktisch, denn man kann es einfach rausziehen wie eine Schublade und hat dann hier beispielsweise die Kiste für die Kochutensilien mit Gaskocher, Wasserkocher, Heizer und alles, was man so braucht. Außerdem sind unter dem Bettgestell noch zwei Taschen für die Klamotten. Und sollte da was nicht reinpassen, wenn es zu viel wird, dann haben wir ja auch noch unseren Jetpack, wo wir Sachen verstauen können. Der Clou ist übrigens, ich sitze auf einer Bodenplatte, die eigentlich Teil des Bettgestells ist und hier eingehängt wird. Dazu komme ich später. Der Teppichboden ist herausnehmbar, man kann es also wunderbar ausschleudern, wenn man irgendwie Brösel drauf gehen. Und unterhalb dieser Platte sind zwei Holzwürfel mit 2,5 cm Styrodur, die ich sozusagen als Stütze verwendet habe. Insgesamt braucht man eine Höhe von 17,5 cm
damit alles wunderbar eben ist und nichts klappert oder wackelt. Thema Strom. Wir kommen einfach über die Fahrertür und haben die erste Abzweigdose unterhalb des Fahrersitz verlegt. Das Kabel verbindet dann eine zweite Steckdose unterhalb der Bodenplatte zu einem zweiten Abzweig, der übrigens auch zwei USB-Anschlüsse hat. So, jetzt befinden wir uns im Chill-Modus. Multifunktionalität ist ganz wichtig, denn das spart Platz. Wir sehen hier die zusammengeklappten Sitzwürfel von vorhin. Die sind gepolstert und sind natürlich als Rückenlehne unglaublich angenehm. Vor allen Dingen dann, wenn man auch noch auf aufblasbaren Sitzkissen sitzt, die in der Härte angepasst werden können. Wir haben die Lehne, die ja verstellbar ist nach allen Richtungen. Wir haben einen Heizer, der in mehreren Stufen bis 2000 Watt geht. Und wir haben einen Laptop, wo wir auch Filme schauen können. Ich kann nur sagen, hier ist es wirklich gemütlich und da lässt sich's aushalten. Jetzt kommen wir zum Thema Schlafen. Die Bodenplatte hat die Funktion geändert. Sie ist mittlerweile Teil des Bettgestells und steht auf einer Stütze, die einklappbar ist. Die Matratze ist dreifach einklappbar, über 10 cm dick, hat eine Memory-Funktion und ist wirklich extrem gemütlich. Und jetzt sind wir im Schlafmodus. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Fenster verdunkelt sind. Wir haben das gelöst mit Stoff, den wir zugeschnitten haben, der ausnahmslos mit Magneten befestigt ist. Wir haben die Möglichkeit, den Sichtschutz nach vorne hier zu machen. Wir können aber auch die Frontscheibe und Fahrer- und Beifahrerseite abdunkeln. Da sind wir sehr flexibel. Alle anderen Fenster sind genauso gelöst. Ja, was gibt es noch hier? Wir haben hier eine praktische Ziellampe, die sogar mit Fernbedienung funktioniert. Übrigens in allen Farben, die man haben will. Und wir haben natürlich auch Ordnungssysteme, die wir ebenfalls mit Magneten angebracht haben. Sehr praktisch auf beiden Seiten mit verschiedenen Fächern. Und ansonsten ist es ein ganz normales Bett mit den Maßen 1,25 Meter auf 1,90 Meter. Und je nach Jahreszeit haben wir entweder sehr, sehr dicke Hochleistungsschlafsäcke, die gehen beispielsweise jetzt bis minus 13 Grad Komforttemperatur. Im Sommer backen wir natürlich kleinere Brötchen. Ja, das war's auch schon mit unserer kleinen Rundtour. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass man alle Umbausituationen, also von Küche auf Chill-Modus, auf Schlafmodus, von innen machen kann. Man muss also nie nach draußen, was wichtig ist, wenn es zum Beispiel regnet. Und apropos Schlafmodus, ihr habt gesehen, dieses Bettgestell, das ist eine Werkslösung, die haben wir uns gegönnt. Handwerklich Geschickte unter euch können das aber auch problemlos nachbauen und können das gleiche Konzept sozusagen dann auch kostenneutral fahren. Ich sage an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Und vielleicht haben wir euch ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen inspiriert.